Herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudia, mein Leben und mehr. Ja, es ist Montag 14 Uhr und das bedeutet für uns, dass es eine neue Folge von Hot oder Schrott geben wird. Das ist eine Serie, die die liebe Claudia von Belladonna This is Life ins Leben gerufen hat. Und das macht sie zusammen mit der lieben Make-up-Mieze und mit mir. Wir haben diese Woche das Thema Das war ein nicht ganz besonders beeindruckender Dinosaurier. Ich glaub's. Egal. Es ist die Jurassic World LE von Essence und wir würden das gerne mal austesten. Und heute haben wir auch einen Special Guest dabei. Das ist die liebe Lola von Miss Pink Panther. Die macht auch mit auf ihrem Kanal. Ich werde hier unten in meiner Beschreibung alle Mädels verlinken, sodass ihr euch die diversen Looks, die die Mädels geschminkt haben, mal angucken könnt. Und ich bin wirklich gespannt, ob man mit so wenig Farben wirklich unterschiedliche Looks hinbekommt. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. So, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Ich ziehe die Brille ab. Ich komme ein bisschen näher an euch ran, damit ihr das sehen könnt. Okay. Das Licht ist irgendwie nicht so besonders. Moment. Ich glaube, so ist es besser. Ja, so machen wir es. Ich hatte mir die etwas mehr von der LE geholt. Deswegen werde ich auch gleichzeitig die Pinsel mal ausprobieren. Ja, ich fand die hübsch, ne? Also, ob die wirklich was bringen, das werden wir jetzt sehen. Weil, schauen wir mal, ne? So viel wie die ganzen Pinsel, kostet normalerweise ein Pinsel. Naja, schauen wir einfach mal, wie es weiter geht und da fangen wir einfach mal an. Und zwar fange ich heute an mit diesem Braunton. Und da nehme ich mir, was haben wir hier? Ich nehme mir diesen fester gebunden sind die alle nicht, aber den nehme ich auf jeden Fall und den trage ich mir jetzt einfach mal auf. Und die Pigmentierung ist nicht schlecht. Okay, man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht fleckig wird, aber ich hätte jetzt auch einen ganz anderen Farbton erwartet, ehrlich gesagt. Weil das ist ja doch so ein bisschen rötlich-braun. Okay. Ja. Ja, jedenfalls finde ich total klasse, dass wir diese Serie jetzt ins Leben rufen. Die beiden Mädels sind auch echt tolle Menschen und mit guten Menschen möchte ich sehr, sehr gerne was machen. Oh ja, das ist als Grundierung gar nicht übel. Okay, gut. Dann nehme ich jetzt mal den gleichen Pinsel und dunkel mir die Ecke ab mit diesem wunderschönen Grünton. Der gefällt mir richtig gut und der hat echt wenig Fallout für meinen Geschmack. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass der Pinsel passend ist dazu, ne? Wäre ja sinnvoll, wenn die Pinsel zumindest ein wenig auf die Konsistenz der Produkte abgestimmt wären. Das gefällt mir. Also ich mache jeder hier nur so Streifen, ne? Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Okay, ich nehme jetzt einen anderen Pinsel und nehme
Das ist der Blendepinsel. Dann nehmen wir den hier lieber. Ja, bleib. Gehst du. Ich habe ja diese Scheibe da drin gelassen, damit die so schön aufrecht stehen. Ich hatte gar nicht vor, die eigentlich zu benutzen, aber jetzt nehme ich mir diesen Curryton hier und nehme den in die Mitte. Oh, das ist aber ein schöner Ton. Das gefällt mir aber gut. Okay, ja. Den ziehe ich auch ein bisschen rüber. Oh ja. Ja, dann kann ich versuchen, das ein bisschen hier zu verblenden. Ist zwar der falsche Pinsel dafür, aber das gefällt mir richtig gut. Schön. Ja, hier habe ich mir das ein bisschen abgetragen. Dann nehme ich das hier ein bisschen auf und ziehe es rüber. Gar nicht übel. Gar nicht übel. Schön. Gut. Dann würde ich sagen, ich nehme jetzt die Glitzertöne. Natürlich kommt als Hauptakteur das Grün in die Mitte, aber ich finde, ich mache den mal ein bisschen sauber. Ich finde, man könnte hier im Inner Corner beginne ich mal mit diesem Goldton. Ah, den sieht man wenig. Okay, wir müssen auf die Fingerchen gehen. Und zwar nehme ich diesen Goldton und trage mir den im Inner Corner ein. Okay, und verblende mir den aber ein bisschen, weil das sei ein bisschen hart. Okay. Geht er vielleicht doch mit dem Pinsel? Ich probiere es einfach mal an dieser Seite. Oh, es geht. Es geht, es geht. Zieh den hier so ein bisschen rüber. So. Und dann nehme ich diesen Bronzeton. Trag mir den daneben etwas auf, aber nur ganz leicht und verreib das wieder. Ja, das gefällt mir. Aha. Oh, das gefällt mir richtig gut. Sehr schön. So, jetzt mache ich mir aber den Finger mal ein bisschen sauber. Und dann kommt natürlich in die Mitte trage ich selbstverständlich diesen Grünton auf. Und dann nehme ich mir den hier mal auf. Und nehme den in die Mitte vom beweglichen Lid. Bisschen mehr. Sehr schön. Also ich muss wirklich sagen, gefällt mir ausnehmend gut. Na? Okay. Mach das hier im Inner Corner mal ein bisschen weg.
Das sieht nämlich durch die Glitzerpartikelchen sich so aus, als hättest du was im Auge. Das sieht ein bisschen komisch aus. So. Okay. Habe ich jetzt etwa meine Mascara schon wieder vergessen? Einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Jetzt trage ich mir die Mascara auf. Ja, ich benutze die irgendwie immer noch. Ich weiß auch nicht. Die wird und wird und wird nicht leer. Aber ich finde die echt zu schade, um sie wegzuschmeißen. Und solange sie funktioniert, sehe ich ja überhaupt nicht ein, die wegzutun. Also das fällt mir wirklich schwer hier in der Kamera, euch das so zu zeigen. Weil das ist bei mir eher so ein, ich teste mal, wie tief ich komme. Moment. Aber ich muss wirklich sagen, das Augen-Make-up gefällt mir gut. Das ist nicht schlecht. Schaut mal. Gefällt euch das? Also ich finde, das ist ein sehr schöner, bunter, aber nicht zu auf, also nicht zu knalliger Look. Also ich mag's. Okay, dann nehme ich mir mal ein Tuch und nehme mal, ach, die Schweißreste ein bisschen weg. Ich walle mal wieder. Ich walle. Und zwar hatte ich noch mir den Highlighter gekauft. Ihr wisst, ich mag keine Highlighter, aber den hier fand ich irgendwie so ein bisschen süß und auch dieses gefällt mir gut. Es gab auch noch einen Highlighter-Pinsel dabei, also rauf damit. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Denn der ist auch ein bisschen gefärbt und ich finde, den kann man auch durchaus so auf die Wangen setzen. Seht ihr, das geht. Das geht auf jeden Fall. Gefällt mir gut. Der hat nämlich so einen leichten Rosé-Stich. Also ich finde den echt nicht übel. Ich könnte noch ein bisschen, ich könnte noch ein bisschen, ne? Also ich trage den jetzt eigentlich mehr so als Blush, also als ganz leichtes Blush auf. Ja, das gefällt mir gut. Und als Lippenstift habe ich mir, ich fand es jetzt so ein bisschen orange passt dazu, da habe ich hier von Ulac, das war in irgendeiner Box. Das ist so ein schimmriger Orangeton und der gefällt mir richtig gut. Ja. So, dann zeige ich euch das nochmal in Gänze. Also ich finde, das sieht richtig gut aus. Ja. Ich weiß nicht. Aber da muss ich halt mit leben. Mit der Brille fällt es ja auch nicht so auf, aber vor der Kamera finde ich es immer ein bisschen. So, ihr Lieben, also, was sagen wir denn? Hot oder Schrott? Also, ich würde sagen, hot. Auf jeden Fall. Und ja, allein für den Grünton liebe ich diese Palette. Aber ich habe mir jetzt gesehen, dieser Gelbton ist auch sehr schön. Und eigentlich, ich habe jetzt bis auf diesen Ton hier alle benutzt und ja, und den hier, den fand ich extrem glitzerig. Also, das ist jetzt, ja, seht ihr das? Ja, das funkelt richtig. Ja.
Schwierig. Aber das ist ja Geschmackssache. Ich bin jedenfalls gespannt, was die anderen Mädels so gezaubert haben. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr auch diese Kanäle, diese Videos euch anseht und ein bisschen Liebe hinterlasst. Ne? Da würde ich mich total freuen. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche am Montag um 14 Uhr wieder mit einer neuen Ausgabe von Hot oder Schrott. Ich weiß noch nicht, welche Palette es geben wird, aber sie wird kommen.